Gott. Auf das Wohl des Täuflings. Fräulein Anna Mar. Ich bin Ihnen überhaupt so dankbar, dass Sie mir erlauben, hier zu sein. Ich fühle mich so glücklich in Ihrer Familie. Sie sind alle so herzlich zu mir. Arbeiter ins Innere des Kessels setzen. Und dort an der Nahtstelle muss er sozusagen, er muss die Naht zuhalten und also mit einem Eisen schließen und gegen dieses Eisen stemmt er mit aller Kraft seine Brust, sein ganzes Körpergewicht. Und von außen schlägt ein anderer Arbeiter oder der Meister schlägt mit einem Hammer auf die Niete und formt so die Nietköpfe aus. Ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen, das hält auch kein Mensch aus, aber den Arbeitern bleibt nichts anderes übrig. Sie schaffen es irgendwie, sich daran zu gewöhnen. Du willst die Ma auffordern, noch zu bleiben. Ja, das werde ich tun. Allerdings werde ich das. Hast du was dagegen, Mutter? Oh, eigentlich auf der Hand. Dass es sich hier um Leben und Tod einer ganzen Familie handelt. Wenn sie geht, dann lege ich mich vor die Tür. Ich nehme diesen Revolver, ich halte ihn mir an den Kopf. Und wenn sie geht, dann drücke ich ab. So war sie leben. Sie haben mich ja nun glücklich so klein und elend gemacht, dass ich mir selber zum Ekel bin. Oh, Käthe. Bedenkst du denn? Käthe, von Mann und Kind fort! Ist da jemand? Ich. Hier, ich bin's. Wollten Sie fort ohne Abschied? Sie dürfen nicht gehen. Nicht jetzt. Jetzt, in dem Augenblick. Ich bin ein anderer geworden. Nicht mal der bin ich noch, der ich war, bevor Sie zu uns kamen.